Wenn du eine Lebensgeschichte erzählen willst, dann musst du richtig reingehen, bis auf den Grund, denn da schwimmen die richtig dicken Fische. Das sagt Carlos Acosta im Film Juli. Ein Film, in dem sich der kubanische Tanzstar zum Teil selbst spielt. Und ein Film, finde ich in jedem Fall, den Sie unbedingt sehen müssen, auch wenn Sie nicht so gerne ins Ballett gehen. Denn es sind schon ziemlich dicke Fische, wenn von der Tanzkarriere von Acosta erzählt wird. Aber der wahnsinnig große Fang dieses Films ist tatsächlich die Geschichte, wie Acosta überhaupt trotz aller Widerstände zum Ballett kam. Und da spielt Acostas Vater die Hauptrolle. Nicht, dass Sie jetzt denken, dieser Mann aus dem Arbeiterviertel hätte es nicht gut gefunden, dass sein Sohn Spitzenschuhe trägt. Nein, es war verblüffend anders. Tanz. Nein. Wenn du nicht tanzt, tanzen wir beide nachher zu Hause. Tanzen? Klar, aber doch kein Ballett. Carlos' Aufnahmeprüfung in Havanna. Gezwungen vom Vater und inspiriert von Michael Jackson. Jahre später. Superstar am Londoner Royal Ballet. Und ein stolzer Vater. Carlos Acosta. Sein Talent war größer als sein Widerwille. Sein Triumph ist auch der seines alten Herrn. Ich wollte doch kein Junge in Strumpfhosen werden, verstehst du? Strumpfhosen, das war doch was für Frauen. Als Balletttänzer machte ich mich doch zum Clown des ganzen Stadtviertels. Das konfliktreiche Verhältnis zu Pedro, seinem Vater, einem Lkw-Fahrer, ist der rote Faden im Film Juli. Juli. Diesen Zweitnamen hat Pedro seinem Sohn Carlos gegeben. Es ist der Name eines kämpferischen Voodoo-Gottes. Wir sind unseren Göttern treu geblieben. Wir erinnern uns, damit wir noch... Julis Vorfahren waren Sklaven. Der Vater zwang seinen Sohn zum Erfolg. Aus Liebe. Geschickt verwebt der Film Spielszenen mit Choreografien. Julis Karriere und sein Verhältnis zum Vater erzählt ohne Worte. Auf der Bühne wird Juli von einem anderen Tänzer verkörpert. Er selbst übernimmt den Part seines strengen Vaters. Komm her! Auch als der kleine Carlos verprügelt wird. Immer wieder. Pedro, bitte! Papa, lass ihn! Pedro, lass ihn bitte, du bringst ihn noch um! Der Vater lebt heute nicht mehr. Für Carlos eine schaurige Erinnerung? Und der Film eine Abrechnung? Nein. La estrella de mi vida. Der Stern meines Lebens, das war mein Vater. Das muss man verstehen. Seine Mutter hatte ihn ja auch genau so behandelt. Er kannte nichts anderes. Ich würde das heute natürlich nie so machen, aber er handelte aus gutem Willen. Und er wollte verhindern, dass auch aus mir nichts wird, so wie aus meinen vielen Geschwistern. Gegen seinen Willen landet Juli im Internat des Staatsballetts. Er ist einsam. Doch dann gibt es dort eine Präsentation der Besten. Später an diesem Abend dann schleicht er sich raus auf dieselbe Bühne. Das ist ein Schlüsselmoment in meiner Karriere. Ich sah diesen Tänzer genau, wie das im Film zu sehen ist. Es änderte mein Leben. Der Rest ist Dancing History. Harte Arbeit. Erfolg auf Erfolg. Die Archivaufnahmen in diesem gefühligen, aber nicht kitschigen, in diesem kunstvollen Film zeugen von der einzigartigen Leichtigkeit dieses Tänzers. Für alle Zeiten berühmt wurde Carlos Acosta als der erste schwarze Romeo am Londoner Royal Ballet.
Dass es nun überall heißt, ich sei der erste Schwarze hier und der erste Schwarze dort und so weiter, das ist doch eigentlich etwas, worüber man traurig sein sollte. Kein Anlass zum Feiern, sondern einer darüber nachzudenken, wie ärmlich es doch um uns Menschen in Sachen Humanismus noch immer bestellt ist. Ja, ja. Im Schubladendenken sind wir Menschen nach wie vor ganz groß.